Werke zu verkaufen. So eine Anzeige sieht man nicht oft in den Zeitungen, gab's aber. Der Nürburgring steht zum Verkauf, nachdem dort so ziemlich alles schiefgelaufen war. Was geht? Die Betreiber. Pleite. Ein riesiger Freizeitpark. Menschenleer. Hunderte Millionen Euro Steuergelder. Sehr fraglich, ob das rechtens war. Doch nach all dem Trübsal gibt's wieder Hoffnung. Interessante Investoren haben sich gemeldet und seit heute läuft auch erstmals die Achterbahn, die seit ihrem Bau stillgelegt war. In 2 Sekunden von 0 auf 160. Katapultstart wie in einem Formel-1-Boliden. Die schnellste Achterbahn Europas fährt endlich nach 4 Jahren Stillstand. 85 Sekunden dauert der Höllenritt und die ersten Fans sind auch schon da. Und wie war's? Irre Beschleunigung. Also Herzschlag geht gut. Ja, es war der absolute Wahnsinn. Ich bin jetzt noch am Zittern. Ich bin wirklich schon viele Achterbahnen gefahren, aber das toppt bisher alles. Also auch Abschlussachterbahnen kenne ich schon viele, aber ich sag mal so, in Europa kommt auf jeden Fall nichts mehr ran. Die würde noch mal fahren? Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Der Ring Racer. Seit seinem Bau 2009 eher eine Geisterbahn. Keine Betriebsgenehmigung, Hersteller, Betreiber und Kreisverwaltung blockierten sich gegenseitig. Eine Achterbahn als Symbol für das Scheitern eines Freizeitparks, den die rheinland-pfälzische Landesregierung für rund 300 Millionen Steuereuro am Nürburgring baute. Doch weil die Besucher ausblieben, ging die Anlage pleite. Jetzt der Neustart. Die Insolvenzverwalter suchen einen Käufer. Die Investoren sehen, dass der Nürburgring funktioniert, dass alles fertiggestellt ist. Und dann muss man jetzt abwarten, wie die Investoren damit umgehen. Die Braut ist also geschmückt. Jetzt fehlt nur noch der Bräutigam. Mehrere ernstzunehmende Interessenten gäbe es bereits, so die Insolvenzverwalter. Bedingung: Freizeitpark und Rennstrecke müssen weiter öffentlich zugänglich sein. Ob auch die Achterbahn eine Zukunft hat, ist offen. Aus meiner Sicht gibt es zu dem Weiterbetrieb dieser Anlage keine vernünftige Alternative. Die Anlage ist gebaut, sie ist bezahlt, sie ist technisch in Ordnung, sie ist betriebsfähig. Was für einen Grund soll es geben, sie nicht zu nutzen? Doch das muss der neue Investor entscheiden. Spätestens Ende März nächsten Jahres soll der Nürburgring verkauft sein.